Bei mir der Organisator der Jogging Lounge, Michael Meyer. Michael, du hast wieder Künstler mit großen Namen heute nach Unna geholt. Wie lange dauert die Vorbereitung auf so ein Event? Das ist tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Also diesmal war es von der Organisation ein bisschen länger als sonst, weil wir natürlich einerseits die Songs kommunizieren, die wir heute Abend spielen, als auch ja, musikalische Absprachen treffen müssen, Tonarten, Arrangements etc. Ich mache das dann immer so, dass ich, sage ich jetzt mal, die Skizzen an die einzelnen Musiker verteile, rumschicke, einen Internetordner einrichte und so weiter. Und im Moment, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich auch noch, ich sag mal, die zusätzliche Herausforderung mit Corona-Auflagen, die sich ja fast täglich ändern und wo man halt auch zusätzlich reagieren muss aus organisatorischen, weniger aus musikalischen Gründen. Und worauf können sich die vielen Besucher, die heute Abend hier erscheinen, zum Open-Air-Konzert auf dem Platz der Kulturen freuen? Auf jeden Fall wieder auf eine bunte Spielwiese voller musikalischer Überraschungen. Also im Prinzip hat diese Besetzung so in der Form noch nie zuvor auf der Bühne gestanden. Wir haben also wirklich verschiedene Tourmusiker hier. Wir haben die Kathy Kelly hier von der Kelly Family. Wir haben Jeannie Meyer heute hier, die ehemalige Stimme von Luxuslärm. Wir haben den Mirko Bäumer hier von den Queen Kings damals, jetzt von dem Black First, der Frontmann. Und ja, wir haben also wirklich eine bunte Mischung an Titeln, die diese ja, fantastische Gesangsfront mitbringt. Und spielen die aber im Prinzip im eigenen Session-Gewand. Das heißt, keiner, selbst wir, wissen im Moment noch nicht, wie diese Titel tatsächlich dann hinterher erklingen werden. Welche Acts werden von dir noch in diesem Jahre folgen? Das ist tatsächlich noch gar nicht so genau zu sagen. Also ich habe jetzt so einen ganz groben Plan für die nächste Jamming Lounge, die übrigens am Mittwoch, dem 15. September stattfindet. Aber auch noch nicht das feste Line-up. Das ist tatsächlich bei uns immer eine Überraschung. Das mache ich meistens, sage ich jetzt mal, 3 bis 4 Wochen vor der jeweiligen Session, dass ich das finale Line-up stehen habe und damit halt im Prinzip dann auch in die Veröffentlichung gehe. Das heißt, ich schätze mal, dass Ende dieser Woche sich die Besucher auch wieder auf das nächste Line-up freuen können. Vielen Dank. Sehr gerne. So laut. Herzlich willkommen, Unna! Schön, dass ihr da seid! Schrei doch nicht so! Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt. So viele Leute, so laut. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn. Oh,
You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wished I was special. You're so very special. But I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. Auch Jeannie Meyer ist noch schnell vor ihrem Auftritt vorbeigekommen. Jeannie, noch immer wird bei dir von der Stimme von Luxuslärm gesprochen. Nach zweijähriger Pause startest du nun deine Solokarriere. Wann sind deine eigenen neuen Songs zu hören und über welchen Zeitraum hast du daran gearbeitet? Also es war so, dass sich Luxuslärm 2016 getrennt hat und danach habe ich erstmal 2 Jahre Pause gebraucht von dem ganzen Musikbusiness, von der Bühne, von dem ganzen Tourneeleben. Und dann habe ich aber 2018 gemerkt, boah, mir fehlt das total. Ich möchte wieder eigene Songs schreiben, ich möchte die Leute begeistern, ich möchte Party machen mit den Menschen und sie eine Zeit lang so ein bisschen ihre Sorgen vergessen lassen. Und dann habe ich 2018 angefangen, an meinem Freisein-Album zu arbeiten. Das ist dann auch erschienen und ich durfte 2019 direkt auf Deutschland-Tour gehen. Und das war ein Riesenerfolg. Ich habe mich so wohl gefühlt wie seit langer Zeit nicht. Und dann, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, kam Corona. Gab es schon Open-Air-Auftritte für dich in diesem Jahr? Also Open-Air-Auftritte in diesem Jahr waren sehr, sehr rar. Das ist jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. Und das fehlt natürlich total. Ne? Also das fehlt dem Musikerherz, das fehlt den Leuten. Ich merke, dass sie sind komplett ausgehungert. Und es ist so wunderschön, dass wir das heute hier machen können, wirklich vor vollem Haus, mit Abstandsregelungen und dass wir wirklich so eine tolle Band auf der Bühne stehen haben, wo ich Teil davon sein darf. Tausend Kilometer bis zum Meer.
Auf dem Platz der Kultur in Unna begrüße ich die Kathi Kelly. Hallo. Die Frontfrau von The Kelly Family und erfolgreiche Produzentin und internationale Solokünstlerin. Frau Kelly, was war für Sie in der zurückliegenden Corona-Zeit die größte Einschränkung? Ja, selbstverständlich keine Live-Musik. Ich bin irgendwie ziemlich aufgeregt und sehr happy, dass man mich auch hier eingeladen hat. Das ist mein zweites Konzert dieses Jahr mit Andreas und dem ganzen Jam, Session Jungs. Ich bin sehr, sehr happy, unter Musiker wieder zu sein und einfach nur Musik machen. Ist das heute Abend Ihr erster öffentlicher Bühnenauftritt? In Deutschland. In Deutschland. Brauchte Michael Mayer viel Überzeugungskraft, Sie zu überzeugen, zu verpflichten hier für den heutigen Abend? Nein, ich habe sofort Ja gesagt. I'm in love with an alien. I'm in love with an alien. I'm telling you all this guy. I'm in love with an alien. 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 I'm in love with an
dass ihr hier gewesen seid bei der Jamming Lounge Summer Special 2021. Dankeschön.